Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Noch bis zum 7. März bekommt ihr wunderbare Liebesaspekte von der Venus. Die zweite Monatshälfte kann etwas stressig werden. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht, bin ich natürlich gerne für euch da. Schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und auch gleich buchen. Ich verlinke das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In diesem Monat verlose ich nochmal eins meiner Jahreshoroskopbücher. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt. Mehr zu der Verlosung am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über euren Erlebnishintergrund erfahrt ihr im ersten Teil eures Jahreshoroskops. Da habe ich die langfristigen Tendenzen ausführlich gedeutet und euch die Geburtstagskinder genannt, die wichtige Aspekte auf ihre Sonne empfangen. Also schaut doch da nochmal rein oder schlagt es im Buch nach. Etwas weiter bewegt haben sich im März nur diese Faktoren für euch. Saturn prüft jetzt die Partnerschaften der Geburtstagskinder vom 29. Juni bis 2. Juli. Uranus macht die Geburtstagskinder vom 17. bis 22. Juli unruhig, der steht hier. Und Lilith fordert die Geburtstagskinder vom 4. bis 9. Juli heraus. Und wenn euer Aszendent zwischen 8 und 13 Grad Krebs ist, kann Lilith kritische Momente für die Partnerschaft anzeigen. Das habe ich im Jahreshoroskop genau erklärt. Jetzt schauen wir uns eure aktuellen Konstellationen vom März an. Genießt die ersten Tage des Monats, wenn die Venus, die Sonne, Romantikplanet Neptun und Glücksplanet Jupiter alle harmonisch zu eurer Sonne stehen. Diese Aspekte wirken besonders auf die zweite und dritte Dekade des Krebszeichens. Der Vollmond am 2. März in der Nacht zum Freitag steht günstig zur Krebssonne. Deswegen kann das sogar ein Top-Tag für euch werden, denn der Mond verteilt die kosmische Harmonie in allen Dekaden des Krebszeichens. Er wirft ein Schlaglicht auf eure kreativen Pläne und wenn ihr einen Liebespartner habt, solltet ihr euch Zeit zu zweit nehmen, denn die Konstellationen versprechen Sinnlichkeit und erotische Fantasie. Auch der 6. März ist ein Top-Tag für euch. Der Mond bildet günstige Aspekte zu allen Dekaden des Krebszeichens und sorgt für Harmonie und Ausgleich. An diesem Tag könnt ihr auch heikle Themen ansprechen oder euch einfach ganz auf die Liebe mit dem Partner konzentrieren. Danach verändert sich die Energie allerdings und wird etwas stressiger. Am 6. März geht der Merkur in den Widder, gefolgt von der Venus, am 7. März und beide Planeten stehen dann für den Rest des Monats in Spannung zu eurer Sonne. Das betrifft erst die erste Dekade und ab dem 16. März für den Rest des Monats die zweite Dekade des Krebszeichens. Dieser Aspekt hat zwei Seiten. Einerseits ist natürlich günstig für das Fortkommen, wenn Venus und Merkur im Karrierebereich des Horoskops stehen. Ihr könnt euch gut ins rechte Licht setzen und auf eure Leistungen charmant aufmerksam machen und Präsentationen und die Kommunikation gelingen. Doch ab dem 11. März bildet die Venus zunehmend stressige Aspekte und ab dem 23. wird der Merkur rückläufig, dann hakt es, es fehlen Informationen oder Zusagen werden rückgängig gemacht. Wie gut, dass dann bald die Osterferien anfangen. Vorher haben wir aber noch den Neumond am 17. an einem Samstag und das ist für euch eine super schöne Konstellation, denn sie steht in Harmonie zur Krebssonne und wird euch sehr inspirieren. Der Neumond steht hier für euch im 9. Haus und es ist ein Neumond der Achtsamkeit und Heilung und der Erkenntnis. Ihr könnt diese Energie nutzen, um über die Heilung gesundheitlicher oder emotionaler Probleme nachzudenken oder auch um innere Muster zu erkennen, die euch in eurer Persönlichkeitsentwicklung behindern. Wenn ihr an diesem Wochenende einen Kurs oder ein Seminar gebucht habt, könnt ihr dort viele gute Impulse für eure Entwicklung mitnehmen. Deshalb ist dieser Neumond ein Top-Tag für euch. Am 17. passiert aber noch was Wichtiges, später abends dann, denn der Mars geht in den Steinbock und damit in euer Partnerhaus und in eine Opposition zu eurer Sonne. Das könnte eine echte Herausforderung für euch werden, denn der Mars hier im Steinbock im Partnerhaus wird während dieses Durchgangs im März die Konstellation mit Saturn im Partnerhaus aktivieren. Das ist dann schon ein erhöhtes Konfliktpotenzial in euren Beziehungen. Manchmal kann das aber ganz gut sein, denn der ewig harmoniesüchtige Krebs drückt sich ja gerne vor jeder Form der Konfrontation und der Mars fordert euch auf, endlich mal Stellung zu beziehen. Oder er zeigt auch, dass euer Gegenüber einem Konflikt nicht länger ausweichen möchte.
Das kann durchaus zur Klärung von Beziehungssituationen beitragen. Die Herausforderung ist jetzt, bei der Sache zu bleiben und nicht persönlich und emotional zu werden, denn dabei kann viel Porzellan zu Bruch gehen. Ihr dürft euch aber auch nicht in die Schmollecke zurückziehen und den Partner mit den aufwühlenden Themen alleine lassen. Das gilt besonders für die Herren unter den Krebsen, die machen das nämlich gerne. Ihr müsst euch stellen, dabei aber in Verbindung mit eurem Schatz bleiben. Zum Glück zeigt der Mars auch große Leidenschaft an. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, können Sex und Erotik eine gute Brücke sein, um sich wieder zu versöhnen. Das betrifft zunächst die erste Dekade der Krebse bis zum Ende des Monats. Insgesamt geht der Mars bis zum 15. Mai durch euer Partnerhaus und trifft dabei auch Lilith und Pluto, aber dann steht die Venus schon günstiger für euch. Am 20. März um 17.15 Uhr geht dieses Jahr die Sonne ins Zeichen Widder und damit ist dann Frühlingsanfang. Die Sonne bildet dann für die kommenden 4 Wochen einen Spannungsaspekt zu eurer Sonne hier im 10. Haus der Karriere und das zeigt, dass ihr beruflich gute Möglichkeiten bekommt und viel Energie habt, aber es ist nicht gerade die harmonischste Zeit. Glücksplanet Jupiter und hier unten und der Romantikplanet Neptun, die stehen aber weiterhin günstig für euch und das gleicht die Spannung etwas aus, vor allem für die zweite und dritte Dekade der Krebse. Wenn ihr Glück habt, empfangen auch noch andere Planeten in eurem Horoskop diese gute Energie und können für Harmonie sorgen. Das müssten wir dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Ab dem 23. März und bis zum 15. April wird der Merkur rückläufig und das kann zu Missverständnissen und Planänderungen führen. Am besten, ihr nehmt euch vor, bestimmte wichtige Projekte oder Papiere nochmal durchzuarbeiten oder etwas zu recherchieren in dieser Zeit. Für neue berufliche Projekte ist das eher schwierig. Wenn ihr dann in die Osterferien geht, solltet ihr euch nicht mit zu vielen Plänen überfrachten, sondern viel Platz im Kalender lassen für Unvorhergesehenes oder einfach nur zum Ausruhen. Am Ostersamstag, den 31. März, haben wir nochmal einen Vollmond in den Zeichen Waage und Widder und das kann eine Zuspitzung eventueller Konflikte bringen und auch für gereizte Stimmung in der Familie sorgen. Deshalb ist es gut, wenn ihr allem Stress und auch Leuten, die euch stressen, aus dem Weg geht. Egal wie angespannt die Atmosphäre ist, trefft im März keine überstürzten Entscheidungen für eure Beziehung. Ab Anfang April bringt die Venus wieder mehr Harmonie in euer Horoskop und dann sieht vieles wieder besser aus. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch nochmal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.